Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr habt es ja in dem letzten Video, ich glaube, am Mittwoch kam ja kein Video. Dafür kommt ja dann abends halt immer ein Livestream und irgendwann muss auch ich mal irgendwie so einen toten und faulen Tag haben. Aber ich war ja natürlich nicht faul, das wisst ihr. Ich habe 3 Tage und 3 Nächte hier unsere Waschmaschine repariert, aber sie läuft wieder. Sie läuft wieder. Es lief auch gegen den Clan Immortalis. Habt ihr sicherlich noch mitbekommen und ein bisschen im Ohr, dass wir hier gegen einen deutschen Clan auch in der Liga zu tun hatten. Ist immer ganz nett. Und wie das, glaube ich, jeder Leader auch weiß oder kennt, gegen deutsche Clans verlierst du nicht gerne. Also gegen deine eigenen Landsmänner verlierst du nicht gerne. Ich meine, wenn dann, wir haben ja schon so oft gegen deutsche Clans gespielt, auch mit den Spätzen, mit Soos. Wenn die Kriege dann gut sind und spannend sind, dann ist das, denke ich mal, überhaupt kein Thema, aber hier in der Liga ist das natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil natürlich nur jeder einen Angriff hat. Du hast halt keine zweite Chance und die Liga geht ja auch so ganz langsam jetzt ihrem Ende entgegen und wir sind jetzt noch nicht ganz am Ende. Wir haben jetzt noch einen Spieltag zu spielen, beziehungsweise ja doch einen Spieltag einer. Wir haben im Moment einen laufenden Spieltag und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich dem Clan hier, weil man mir so nett auch in den Kommentaren geantwortet hat, vielleicht nochmal 2 Dreier reindrücke, denn ich war ja nicht nur mit dem Chefkoch hier, sondern auch mit dem Alex und mit dem Rathaus 11, mit dem Avatar hier unterwegs. Aber wir gucken erstmal den Knockout hier mit netter Kombination auf die doch etwas veraltete Base hier vom Luis mit Hexen, Witchlab. Ja, Witchlab ist es, glaube ich, ja, mit den Heilern. Und ja, ist immer unterschiedlich, ob man etwas mit Heiler macht oder ob man die Heiler gleich weglässt. Tatsächlich konnte ich, das ist auch eher selten, muss ich sagen, auch hier mal den einen oder anderen Tipp vergeben. Das heißt also, so nach dem Motto, also ich antworte da sehr selten drauf, so, wie kann ich diese Base machen? Und habe dann einfach mal einen Base-Vorschlag bzw. einen Truppenvorschlag gemacht. Tatsächlich hat das 2-mal funktioniert, die gucken wir uns auch mal an. Wo ich dann halt irgendwas gesagt habe und mach das mal von da nach da und da gucken wir aber jetzt mal rein. Ich glaube, einmal war das hier unten beim Brandon, der gegen das Brot kämpft. Okay, nicht Bernd das Brot, nein, ohne Bernd, einfach nur Brot. Und tatsächlich habe ich ihm das so gesagt mit seinen Truppen. Ich meine, man guckt sich dann ja auch an, was hat derjenige für Truppen von 3 bis 6 Uhr einfach mit 3 Golems und Hexen dahinter und laufen lassen. So habe ich glaube ich tatsächlich geschrieben und laufen lassen. Wie er dann die Sprung setzt und wie er dann später auch die Wutzauber verteilt, das ist natürlich dann dem Angreifer überlassen, das ist gar kein Thema. Aber ich glaube, hier ist das ganz nett gewesen, mit der Kombi hier durch so eine Base zu gehen. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, das geht eigentlich immer, aber mit 3 Golems geht schon extrem gut. Die tanken sich hier sowas von dermaßen durch so Bases durch. Hier in der Mitte, der Sprung ist natürlich sehr genial. Ich meine, das Stück hier in der Mitte ist ja sowieso auf, aber er kommt jetzt trotzdem noch nach einmal komplett von rechts nach links hier rein, jeweils mit den Golems. Und da die restlichen Gebäude zu tanken mit den Golis. Auf der anderen Seite gehen nochmal, oder gehen überhaupt die Hexen, da ist aber kein Flächenschaden mehr. Jetzt ist nur noch Punktschaden in der Base, außer der Minenwerfer, der jetzt auch gefallen ist. Und dann ist das eigentlich gewesen. Und wenn du da nicht ein Zeitproblem hast, er hat die Helden auch noch nicht so hoch, dann sind das hier immer, zumindest auf so eine Base, ziemlich sichere Sterne. Es ist auch nicht so, dass der Gegner jetzt nicht angegriffen hat. Also er hat sich natürlich vehement gewehrt und ich habe den Leuten auch gesagt, Leute, lasst euch mal richtig ein bisschen Zeit. Wir wollen ja nicht so gerne verlieren. Und denn der Clan hier hat gegen den Clan, gegen den wir einen Tag vorher verloren haben, gewonnen. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert. Ich meine, die haben im Unentschieden gewonnen. Glückwunsch, das ist natürlich nicht schlecht. Aber mal sehen, wie wir hier weitergemacht haben. Ja, und meine Wenigkeit hat keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe mir richtig lange mal Gedanken um diese Base gemacht, habe mir dann auch externe Unterstützung geholt, nämlich aus dem Clan Spitze mit Soos, da ich ja so ein richtig Rathaus-Szener unbedarfter Angreifer bin, was Boxbases angeht. Da musste ich mich erstmal schlau machen. Aber lieber Nono, die Base hier findest du im Internet und zwar wirklich exakt 1:1 nachgebaut. Also hier steht jede Kaserne genau, wie sie im Internet angeboten wird und sie ist tatsächlich
dann leider so zu knacken. Also mit Schweinereiter, die habe ich allerdings noch nicht so hoch, deswegen musste ich mir die mit einem Trank hier so ein bisschen hochpimpen. Aber ich nehme die Tränke ja eher selten, habe da ja mal in einem Video gesehen und wo es sich dann lohnt. Ich fand, in diesem CK hat sich gelohnt, nur für diesen einen Angriff. Ich habe danach natürlich noch ein bisschen weiter gefarmt mit meinen Maxed Tropenführer-Rathaus 10. Habe jetzt quasi hinten schon so eine ganze Box rausgenommen und mein Killsquad kommt tatsächlich ziemlich weit. Hätte ich gar nicht mal wieder nicht gedacht. Und danach geht es dann hier mit den Hogs durch diese Base durch. Einmal hier unten jetzt erstmal auf den Multi-Inferno. Ich habe mich dann auch gefragt, was nimmst du raus? Nimmst du die Queen raus? Lässt du die Infernos in Ruhe? Machst du die Infernos halt mit den Hogs? Oder wie gehst du das Ganze hier an? In der Mitte, so habt ihr gerade vielleicht ganz kurz gesehen, hatte ich Valkyren in der Klangkarre. Und habe jetzt immer noch zwei Heilzauber, einen Giftzauber, falls denn doch Bodenskelette da sind. Aber so wie ich das gesehen habe, hatte der Nono hier nur, ich denke mal, alle fallen dann so ziemlich auf Luft stehen, denn hier ploppt nicht ein einziges Skelett, glaube ich, auf, was ich noch giften musste. Und ist natürlich super. Also war die Wahl hier dann, glaube ich, doch die richtige. Ich wollte den auch erst mit Luft machen. Ich habe gedacht, mit Luft ist der sicherlich auch zu kriegen, so eine Base, so eine Box-Base. Und aber mit den Hoxy ist jetzt auch nur noch, da darf man keine Panik kriegen, wenn hier jetzt das Single Inferno schießt. Der macht halt ein Schwein nach dem nächsten kaputt. Das ist aber nicht so tragisch, denn der muss immer wieder umsetzen. Das dauert auch immer so eine Nanosekunde. Und da habe ich den gerade weg. Ist weg, den Giftzauber. Und irgendwann gehen die dann auch zum Inferno und knüppeln den nieder. Gar keine Frage. Außen jetzt nur noch einmal die Luftabwehr. Ja, und dann ist das eigentlich... Boah, ist das eigentlich gewesen mit der Base hier. Also so kann man die machen. Die findet ihr auch im Internet. Ich brauchte gar nicht lange nachsuchen. Squared oder Box Bases. Ich meine, ihr müsst so ein bisschen im Englischen suchen. Dann findet ihr solche Bases eher als im deutschen Bereich. Also ich habe einfach, glaube ich, in YouTube gesucht nach Town Hall 10 Boxed bzw. Square Bases. Und dann trifft man genau auf so eine Base. Leider hat die dann da keiner gedreiert. Das waren auch noch Elfer. Naja, ist nicht so tragisch. 12 auf 12, das heißt also 11 auf 12, 11 auf 12, ja, ne, 11 auf 11, entschuldigt bitte, 11 auf 11, der Max hier mit typischer nach wie vor Spam-Taktik, das heißt also erstmal die Riesen vorweg gehen lassen, dass die ordentlich tanken, also ihr solltet euch ruhig eine Sekunde mehr Zeit nehmen mit den Hexen, dass erstmal wirklich alles auf die Riesen feuert und nicht schon angefangen wird auf eure kostbaren Mädels, also auf die kostbaren Hexen zu geschossen zu werden. Und Base ist jetzt sicherlich noch nicht Rathaus 11 Niveau mit dem 1er Adler, auch mit dem Bogenschützentürm und den Kanönchen, aber immerhin ist es eine Rathaus 11 Base und die musst du auch erstmal irgendwie bezwingen. Ihr seht, dass der Single Inferno ballert jetzt auch die ganze Zeit, aber gerade nach wie vor immer noch anfällig gegen solche Truppen hier. Auch wenn jetzt der King, ja, jetzt wird der King da, glaube ich, gleich ans Korn genommen. Ah, ne, das sind immer noch die kleinen Skelette. Sprung nochmal. Der Sprung geht ja nicht ganz in alle Compartments. Das macht aber nichts, weil das Ding hier sowieso offen war auf der einen Seite. Und da können die Truppen jetzt, ohne dass sie nochmal durch eine Mauer müssen, dann einfach Richtung Minenwerfer weiter. Da oben geht so eine ganze Armada mit Bowler Hexen. So ein bisschen Kombi. Also da sind nur noch ein paar Skelette dabei. Hier jumpen gerade nochmal zwei Hexen zum King durch. Und boah, ich denke mal, ist auch stabiles Ding hier. Also schöne 3 Sterne. Rathaus 11 auf Rathaus 11. Und es gibt noch welche, die auch 3 Sterne machen können. Glaubt man gar nicht. Totgeglaubte oder Totgesagte leben länger. Nach 2x3 habe ich gedacht, ja, mit dem Avatar nimmst du dir diese Base vor. Hier 8 auf 8, also wir machen in der Regel unseren Gegenüber. Meine Base habe ich übrigens exakt für diesen Krieg hier nochmal ein bisschen modifiziert und es hat sich auch gelohnt. Ich habe gegen Michael nur 1 Stern kassiert. Und denn vorher hatte ich auch eine Base, wo mein Rathaus fast komplett draußen stand. Das konntest du mit 2 Bugis wegsnipern. Da hatte ich diesmal keine Lust drauf. Und deswegen habe ich sie leicht modifiziert. Das heißt, Rathaus ein bisschen rein in die Base, ein bisschen Verteidigung rum. Und schon ist das nicht mehr ganz so einfach, einfach nur mit dem Bogi irgendwas zu machen. Aber hier erstmal so ein bisschen die außenstehenden Gebäude. Da hinten, da oben so ein Laki gesetzt. Denn das sind erstmal billige Prozent hier, die ich dann auch zum Funneln brauchte. Also erstmal 2 Bowler hier so ein bisschen außen was wegmachen lassen, wegbouncen lassen. Und dann sollte das jetzt hier unten dann weitergehen, oben mit einem Packer, dass mir die Queen nicht nach oben hin abhaut. Denn die sollte hier unten schon gehen. Denn ich wollte mit meiner restlichen Meute, also mit den Packers hier durch, dann
Richtung Rathaus, was jetzt ein bisschen unglücklich ist, muss ich sagen, dass hier tatsächlich hier unten die Lager jetzt noch nicht weg waren. Die hätte ich vielleicht mit 2 Kobolden wegmachen sollen oder so, denn die Packers gehen dahin. Guck mal, die sind ziemlich weit weg. Leider entgleiten mir da 2 Packers, aber ich habe natürlich noch ein paar Bowler. Ich habe einen Packer, glaube ich, und einen Eistypen in der Clanburg. Gleich zu Anfang die Falle erwischt, also die Tornado-Falle. Karre ist aber immer noch dabei. Da ist es, ich muss sagen, es ist unheimlich schwierig teilweise, den Überblick zu behalten, also dass du überhaupt noch erkennst, wer ist ja jetzt gerade im Fries, ist das jetzt mein Eistype, ist das der aus der Clanburg kommt und. Sprung war gar nicht mal so schlecht gesetzt, hier außen ging relativ ungefährdet meine Packies hin, ihren Weg, und in der Mitte müssen es jetzt die Helden reißen mit ein paar Bowler und Heiler natürlich dahinter. Die sind nicht ganz unwichtig in dieser Kombination. Und die einfach mit dahinter gesetzt. Und jetzt geht das hier zwar leicht nach außen, das macht aber nichts. Queen und King sind hier noch in der Mitte, beziehungsweise der Warden macht auch ganz nett Schaden, muss ich sagen. Immer schön in Unterstützung. Ein Packer springt ja jetzt noch in der Mitte. Also es lief hier, muss ich sagen. Es lief. Jetzt kommt dann natürlich noch ein paar doofe Skelettfallen, die mein King erstmal so ein bisschen aufhalten. Ein Loon noch dabei gesetzt. Und dann geht das hier jetzt ein bisschen, so ein kleines bisschen außen durch. Jetzt mussten sich meine Truppen natürlich hier noch durch etliche Mauern kämpfen. Und hier ist noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Verteidigungen schießen da auch noch. Aber mein Loon hier, so ganz behörne, so fliegt er so mal eben durch. Ich meine, jetzt gleich war es das auch für den Loon. Aber er hat hier gut unterstützt in der Runde, muss ich sagen. Also hat sich gelohnt, den mitzunehmen. Vielleicht hat sich nicht gelohnt, den da zu setzen. Vielleicht hat es sich nicht gelohnt, ihn da zu setzen. Da kommt nochmal so eine blöde Skelettfalle. Okay, das war jetzt nichts für die Bowler. Queen, ja, geht jetzt eigentlich einen Topweg, denn hier gibt's eigentlich keine Mauer mehr zu machen. Oh, dann nochmal die Riesenbombe. Die tat natürlich nochmal weh. Warden ist noch super mit in Unterstützung, aber meine Helden sind noch beide voll. Und bäm. 99%, Dankeschön. Hat mir auch einer in die Kommentare geschrieben. Sehr, sehr unglücklich. Und jetzt guckt mal, wie viel der Low-Turm hier, ich nehme den mal nach da oben hin, nur noch hatte. Also, oh, schade. Hat mich auch ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Aber gute Prozente. Und unser Rathaus 12-Bereich ist eigentlich auch recht stabil, muss ich sagen. Also, wir haben hier eigentlich nie wirklich ernsthaft was liegen lassen. Also, hier oben ist es auch im Clan Spätzle mit so, ist immer wieder eher ein Ziel, dass 2 Sterne gemacht werden, also sichere 2 Sterne, aber das ist auch schon krass. Weiter Weg hier fürs Rathaus. Der Sprung, oh Mann, der hätte da echt nicht sein müssen. Guck mal bitte die Karre, die hat erstmal kaum Beschuss, die geht durch die Mauer noch durch, also hätte durchaus später kommen können. Hat er sicherlich auch gesehen, der Nevada, dass man den auch etwas später ansetzen kann, weil gerade gegen den Multi-Inferno fährt die Karre schon recht weit durch. Da dort nicht ganz so viel Schaden drauf ist, ein paar X-Bögen, okay, halt das Übliche, aber hier alle Truppen in die Mitte reinbekommen, ein bisschen noch außen ist natürlich auch optimal, aber der Rest geht hier komplett hier rein, durch die Mitte durch, die Bowler sind jetzt am Rathaus und schaffen das nicht ganz, okay, aber jetzt kommen die ganzen Skelette, noch mal ein paar Bowler dazu. Und da geht jetzt auch, schade, da ist jetzt ein bisschen viel leider in der Riesenbombe natürlich draufgegangen. Er hatte, glaube ich, vorher den Warden schon gezündet. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und wollte sicherlich sich das den hier aufsparen. Aber noch mal ein Sprung, also mit 2 Sprung sehe ich das auch eher selten. Karre und ein Sprung reicht in der Regel. Kann man aber machen, ruhig einen zweiten mitnehmen, dass man noch mal ein kleines Stück tiefer in die Base kommt. Aber in dieses letzte Viertel ist er nicht mehr wirklich reingekommen. Und jetzt läuft natürlich gleich der Zauber dort aus. Er hat übrigens schon die Gladiator Queen. Okay, da hat er ein paar Euro eingeworfen. Aber kann man ja machen, wenn man es mag. Und wenn man Clash of Clans mag und mag die Gladiatoren Queen, so wie sie da ist, in ihrer Rüstung. So, also genau habe ich mir die auch noch gar nicht angeguckt. Ah ja, okay. Aber gut, die macht jetzt auch nichts anderes als ohne Rüstung, ne? Ob die jetzt Schuhe anhat oder ob die barfuß ist, die macht das Gleiche. Auch nicht schneller. Dieses Gehüppel finde ich so niedlich. Die Animationen der beiden, ich nenne sie mal neuen Helden, der 3D-Helden, also der King und die Queen, sind schon niedlich, wie die so hüppeln. Und mag ich in jedem Fall. Das Aussehen, sagen wir dahingestellt. Aber die Animation ist in jedem Fall gelungen. Gelungen ist auch der Angriff hier, 93%. Alter, da sind doch nochmal richtig Prozente zugange gekommen.
Aber der Warden wird es hier natürlich auch nicht mehr reißen. 95%, der geht leider sofort drauf. Super gemacht hier, 3 auf 3, also auch ganz knappe Dinger hier. Und gegen unsere deutschen Kollegen hier ging es dann 68-53 zu unseren Gunsten. Wir haben halt doch ein bisschen zu viel hier liegen lassen. Etwas zu viele Einsterner. Wie viel haben sie denn gemacht? 8 Stück, wir haben einen gemacht. Und naja, so geht es. Aber auch auf beiden Seiten gab es auch immer wieder knappe Angriffe. Mal nicht knapp war Miss Marple hier, der Marco mal mit 100%. Sehr, sehr schick. Gladiator auch, also wirklich viele Dreier hier gefahren. Ich hatte ja eben schon gesagt, meine Base hat ein bisschen gehalten. Ich habe das Rathaus einfach ein bisschen reingenommen. Da stand nämlich komplett draußen. Grüße nochmal an den, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Dunkelheit, von dem habe ich die Base oder von Hell. Hellspawn oder so bei uns aus dem Clan. Ich habe sie halt modifiziert, damit nicht ganz so einfach 2 Sterne zu holen sind. Und der Rest war hier auch ganz stabil. Alex hat auch mal nur 2 kassiert. Ist ja für einen frischen Zehner auch nicht schlecht. Und in dem Video, wo ich ja mit meinem Chefkoch angegriffen habe, habe ich ja gefragt, ob der Juni mich auch schafft. Nein, der Juni hat mich nicht ganz geschafft. 92% habe ich nochmal Lack gehabt. Naja, egal. Die Liga ist fast zu Ende. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz nett gefallen. Ich habe heute mal wieder ohne Facecam. Ihr braucht gar nicht fragen, wo ist die Facecam? Die ist immer noch über meinem Monitor auf einem extra Ständer. Ich habe sie heute noch nicht angemacht. Ist, glaube ich, dann auch nicht ganz so schlimm, denke ich mal. Und wir sehen uns in jedem Fall noch mit ein paar weiteren Folgen. Sicherlich noch 1 oder 2 aus der Liga hier, dann ist es das ja erstmal gewesen. Es gibt gar keine Nachfolge-Events. Ne? Da mache ich mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen. Was ist in 2 Tagen, 14 Stunden? Mal sehen, Clanspiel oder sonstiges. Hier geht es jetzt erstmal noch fröhlich in die Liga weiter. Wir sehen uns dann am Wochenende. Wie genau, werde ich euch noch bekannt geben. Denn vermutlich wird es am Samstag keinen Livestream geben. Das liegt einfach daran, dass wir am Sonntag Konfirmation feiern. Und da will ich natürlich Sonntagmorgen nicht unbedingt so in eine Seile hängen, wenn meine Jungs da in der Kirche stramm stehen. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht.